Maximiliane Irene von Quint lebt bei ihren Großeltern in Hinterpommern. Einst wird sie das Gut Pönichen erben. Ihre Welt ist Pönichen. Pönichen ist der alte Quint. Der Freiherr ist stolz auf seine Enkelin, obwohl über ihre Blutsverwandtschaft vieles zu sagen wäre. Maximilianes Mutter Vera ist mit ihrem zweiten Mann, dem jüdischen Psychoanalytiker Dr. Daniel Grün, emigriert. Maximiliane hat Viktor Quint geheiratet. Viktor dient seinem Führer als Soldat. Zu Maximilianes beiden Söhnen, Joachim und Golo, kommt ein drittes Kind hinzu. Wer ist denn das? Solltest du besser wissen als ich. Es ist Edda, Viktors uneheliche Tochter. Sollten wir nicht doch auch die Reichsflagge erbauen? Am anderen Mast? Die Taufe eines Mädchens, Riepe, ist eine Familien- und keine Reichssache. Also ist die Quintsche Fahne genau das Richtige. Und den Mast da, den habe ich sowieso nie leiden können. Eigentlich gibt es ihn für mich gar nicht. So taufe ich dich auf den Namen Victoria und dich auf den Namen Edda. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich auch! Ich auch! Der schnellste Flieger dieses Landes, dein dünner Vetter Ingo Brandes. Ich hatte noch was von einem Rauchfußkauz, aber das ist von mir persönlich. Jedenfalls gratuliert er. Ah, sieh da, Blaskorken. Major ist er und Regimentskommandeur. Nach dem Krieg will er uns besuchen. Na, dann soll er mal kommen, wenn es uns dann noch gibt. Was stricken Sie denn da, Martha? Was Warmes für unsere Soldaten an der Front. Ah ja. Na, dann wollen wir mal. Heil Hitler, Herr Baron. Ach, Priebe. Na? Was gibt's? Herr Baron, wir brauchen Kanonen und keine Denkmäler. Ja, das mag wohl so sein, Priebe. Obwohl ich manchmal die Ansicht vertrete, dass man, wenn man keine Kanonen brauchte, auch keine Denkmäler braucht. Aber das ist wohl ein bisschen kompliziert. Ja, und wozu teilen Sie mir diese interessante Erkenntnis mit? Das Kriegerdenkmal und das Friedhofsgitter sollen eingeschmolzen werden. Herr Baron, Sie sind der Patronatsherr. Wir brauchen Ihre formelle Einwilligung. Die können Sie haben, Priebe. Formell und formaliter. Und was man bei Kriegsende an Kanonen übrig behält, kann man ja wieder einschmelzen. Ein neues Kriegerdenkmal draus machen. Allerdings ein bisschen kleiner als unseres. Naja, Eisen verbraucht sich. Immer bleibt irgendwo ein Stück stecken. Aber das mit der Wiederverarbeitung, das leuchtet mir ein. Im Frieden Heldendenkmäler und im Krieg wieder Kanonen zur Herstellung künftiger Helden. Und so weiter und so weiter. Immer mehr Helden für immer kleiner werdende Denkmäler. Ja, da sehe ich eines Tages allerdings Schwierigkeiten auf uns zukommen, Priebe. Na, zunächst mal einschmelzen, Priebe. Immer einschmelzen. Weg mit den Denkmälern. Noch was? Es ist wieder so eine Nachricht.
gekommen. Der Älteste vom Klukas ist. Der Klaus? Ja. Der Klaus. Ich meine, wenn Herr Baron. Einer muss es dem Klaus, seinen Vater, ja. Nein, Priebe, da gehe ich nicht hin. Das sind Ihre Leute. Tja, kein Grab, was? Und jetzt nicht mal ein Denkmal für den Namen. Tja, wo soll der alte Klukas denn den Kranz erlegen? Nee. Nein, Priebe, das ist Ihre Sache. Da gehe ich nicht hin. Ich tue das nicht, Herr Baron. Der Klukas, der geht mit der Mistgabel auf mich los. Tja. Tja, da wird wohl meine Enkelin hingehen müssen. Klaus ist tot. Gefallen bei Briansk. Schweinefutter jetzt in der Küche gekocht. Wieso Schweinefutter ist für die Russen? Sind doch nichts Besseres gewöhnt. Da werden wir die Fütterung der Gefangenen eben dem Schweizer überlassen. Bei dem werden die Kühe doch ordentlich versorgt. Du liest Shakespeare? Im Original? Ich wusste gar nicht, dass du Englisch kannst. Ist für Russen. Was? Zigaretten. Rauchen.
Es sind in der Welt viele Mittel, ehrlich zu leben. Und wenn keins mehr ist, finden sich doch einige, nicht mehr zu leben. Säume. Finden sich doch einige nicht mehr zu leben. Klotz Tabak schmeckt immer besser. Das tröstet mich. Wenn er so schmecken würde, wie er riecht. Victor ist Leutnant geworden. Soll man dazu gratulieren? Ich weiß nicht recht. Er wird nicht lange damit zufrieden sein. Er ist nach einem erfolgreichen Spähtruppunternehmen befördert worden. Sie liegen am Dnieper, schreibt er. Aber der Vormarsch ginge weiter. Am Dnieper? Hat er das so offen hingeschrieben? Ja, am D, schreibt er. Aber wenn man Marthas Karte glauben darf, dann kann es nur der Dnieper sein. Na? Mit welchem Dichter antwortest du ihm denn heute? Karosser. Und wie manche Nacht bin ich aufgewacht, lag so hell der Mond auf Bett und Schrein, sah ins Tal hinaus, traumhell stand dein Haus, tiefer träumend schlief ich wieder ein. Ja, Kind, das ist sicher besser, als wenn du ihm schreibst, dass Lenchen Priebe bei der Flak und Erika Schmalz in einer Munitionsfabrik ist. Die haben ihn sowieso nie interessiert. Aber ich würde gern wissen, was er mit all den Gedichten anfängt. Du fragst nach Heimaturlaub. Ich bin von meinem ganzen Wesen her kein Urlauber. Als Sieger kehre heim. Du wirst dich dieser Mahnung der Frauen Athens an ihre Männer und Söhne entsinnen. Sie gilt heute wie eh und je. Unser Ziel heißt Moskau. Wir werden das Herz Russlands erobern. Und ich vertraue darauf, dass du meine Söhne zu mutigen, tapferen Männern erziehst. Gemäß seiner Parole schnell wie die Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl. Die Mädchen entsprechend ihren Aufgaben als Mütter. Heil Hitler, dein Mann Viktor. Ich soll euch schön grüßen, schreibt der Vater dann noch. Dich Joachim und dich Golo und dich Edda. Und ihr sollt euch vertragen und auf euch aufpassen. Und er wäre schon manchmal gern bei uns, aber er muss ja seine Pflicht tun. Frühjahr 1943. Am 3. Februar gibt das Oberkommando der Wehrmacht aus dem Führerhauptquartier bekannt, dass der Heldenkampf um Stalingrad zu Ende, die 6. Armee bis zum letzten Atemzug ihrem Fahneneid treu geblieben sei. Am 18. Februar hat Josef Goebbels die Deutschen im Berliner Sportpalast gefragt, wollt ihr den totalen Krieg? Und sie haben Ja geschrien. Immer noch gab es Deutsche, die an den Endsieg glaubten. Victor ist verwundet worden. Ja, nicht schwer, er liegt im Lazarett in Minsk. Bin ich froh, dass er erstmal außer Gefahr ist. Das würde ich ihn an deiner Stelle nicht wissen lassen. Der würde lieber für seinen Führer fallen. Quint, bitte. Was machen die Jungs? Die freuen sich schon sehr auf dich. Jeder auf seine Weise. Joachim muss härter werden. Den lass man, wie er ist. Der Golo ist hart für zwei. Danke. Hatten wir davon besseres Wetter.
Mit dem Krieg geht's bergab. Wir haben uns wieder einmal auf strategisch günstigere Stellungen zurückgezogen. Aber das nehmen Sie ja nicht zur Kenntnis. Ihre Karte sieht noch genauso aus wie vom Herbst 42. Entscheidend ist, wer den letzten Haken austeilt, hat der Führer gesagt. Das sind natürlich wir. Für meine Enkelin freut es mich, dass die Einheit ihres Mannes am Kanal liegt. Weit ab vom Schuss. Am Atlantik. In der vergangenen Nacht hat der Feind seinen seit langem vorbereiteten und von uns erwarteten Angriff auf Westeuropa begonnen. 1944, 6. Juni. Die Invasion der Alliierten in der Normandie hat begonnen. Das Unternehmen Overlord rollt ab. Generalfeldmarschall von Kluge wird am 18. August vor seinem Selbstmord an Hitler schreiben: Mein Führer, entschließen Sie sich, den Krieg zu beenden. Für Martha Riepe gibt es keine Rückzüge, keine Niederlagen. Ihr Frontverlauf ist im November 42 erstarrt. Es ist schon wieder Post an Herrn Leutnant zurückgekommen. Wenn ihm nur nichts passiert ist. Ach, das glaube ich nicht. Vielleicht ist er in amerikanische Gefangenschaft geraten. Nie. Der Leutnant gibt sich niemals gefangen. Herr Baron, gnädige Frau, Frau Quint von Herrn Leutnant Quint. Er lebt. Ich habe ihn aus Versehen geöffnet. Er hat den rechten Arm verloren. Ich liege im Feldlazarett in Luxemburg. Den Brief schreibt für mich eine Schwester. Ich werde lernen, mit der linken Hand zu schießen. Es wird einen Platz geben, wo ich meinem Vaterland auch mit einem Arm dienen kann. Heil Hitler. Heil Hitler. Ich meine, den Jungen mit Zeka zu hören. 85.000 gefangene Russen. Was zählt da ein Arm? Das ist doch kein Vergleich, Quint. Nein, Sophie Charlotte, das ist kein Vergleich. Denn arm ist nicht arm und Krieg ist nicht gleich Krieg. Wir sind nicht allein, Quint. Oh, ich möchte nicht stören. Er hat das Deutsche Kreuz in Gold bekommen. Den Orden wird er auch mit einem Arm tragen können. Gott, Quint, ich bitte dich. Ich bin schon wieder still, Sophie Charlotte. Vielleicht ist er jetzt gerettet. Mit dem einen Arm kann er doch nicht wieder eingesetzt werden. Vielleicht kommt er jetzt für immer nach Hause. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, wenn ich heute Ihnen spreche, da geschieht es aus zwei Gründen. Erstens, damit Sie meine Stimme hören und wissen, dass ich selbst unverletzt und gesund bin. Zweitens, damit Sie aber auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen, das in der deutschen Geschichte seinesgleichen sucht. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtführung auszurotten.
Ich kann nur hoffen, dass keiner aus dem Quintschen Geschlecht sich des Verrates an unserem Volk schuldig gemacht hat. Es hat sich seit jenem verhängnisvollen Tag ein Graben zwischen den Quints und den von Quints aufgetan. Wäre auch nur ein Quint unter den Verrätern, gelte die erste Kugel ihm und die zweite mir. Er hat ihn selbst geschrieben, mit der linken Hand. Ja, es kommt ihm von Herzen. In diesem Falle kann ich nur hoffen, und ich bin sogar bereit zu beten, dass ein Quint darunter gewesen sein möge. Der Schwanengesang des deutschen Adels. Es lohnt nun nicht mehr. Hattest du auch keinen Vater gehabt, so wie wir? Aber Moschi, ihr habt doch einen Vater. Vater ist im Krieg, der hat bloß einen Arm verloren. Kann mich aber nicht erinnern. Der Onkel ist doch dein Vater, Joachim. Und eine Mutter hattest du auch nicht gehabt? Ich hatte die Fräuleins und dann hatte ich den Großvater und die Uroma. Wir haben nur dich. Mosche, ihr habt einen Vater. Der ist jetzt Ordonnanzoffizier beim Führer. Was ist das, Ordonnanzoffizier? Tja, der muss Briefe überbringen, geheime Befehle oder so. Ah, dann ist Papa ein Briefträger wie die alte Frau Klukas. Er ist so was Ähnliches. Trotzdem kann ich mich nicht erinnern. Musche, natürlich kannst du. Und wenn der Krieg vorbei ist, dann kommt er wieder zu uns, hm? Ist das ganz sicher? Versprichst du uns das? Ganz sicher ist nur, dass die Sonne heute Abend im Westen untergeht und dass sie morgen im Osten wieder aufgeht. Und das verspreche ich auch, hm? Die sowjetischen Truppen haben die ostpreußische Grenze überschritten. Ein zweites Tannenberg würde es nicht geben. Quint reißt die Kalenderblätter nicht mehr ab, zieht die Uhr nicht mehr auf. Er wartet nur noch auf das Ende. Du solltest was essen, Großvater. Schwarzsauer, wie es die Amma immer gekocht hat. Schlafen und verdauen. So sieht das Wohlbefinden des Menschen am Ende aus. Die Kinder fragen nach dir. Du lügst, Maximiliane. Aber das ist nett von dir. Sie gruseln sich vor mir. Ein Leben lang habe ich mich gesorgt, wer Pönichen einmal erben könnte. Jetzt habe ich 4 Erben und nichts zu vererben. Ja. Na? Guck, guck.